Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der letzten Etappe der Pliesgau-Schleife. Startpunkt ist Gräfental und Ziel Senkscheid. Wenn ihr wissen wollt, wie diese etwa 18 Kilometer lange Tour so ist, dann kommt mit. Eike, moin. Heute sind wir im Saalfalzkreis unterwegs. Moin. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns landschaftlich wieder super gefallen. Mittendrin gibt es noch eine bewirtschaftete Hütte, und zwar die Dorndorf-Hütte. Wenn ihr da mal vorbeigeht, schaut einfach rein. Es gibt dort auf jeden Fall mal leckeren Kuchen, davon konnte ich mich schon überzeugen. Die Tour würde normalerweise bis nach Saarbrücken zum Universitätsgelände gehen, aber da wir diese Etappe schon von Kirgel nach Saarbrücken gelaufen sind, sparen wir uns diese 8 bis 10 Kilometer. Wenn euch dieses Video auch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Alle, machen's gut. Ciao und bis nächste Woche. Eike, moin. Heute geht es vom Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns landschaftlich wieder super gefallen.
Mittendrin gibt es auch noch die Dorndorfhütte. Dies ist eine bewirtschaftete